Ja, heute sind wir auf der Pirsch nochmal. Mal schauen uns mal heute nochmal ein paar Modelle an, die uns so interessieren. Mal schauen, was sie hier auf dem Hof stehen haben. Und ja, da sehen wir uns gleich in irgendeinem Modell wieder. Das Leben meint es scheinbar heute nicht gut mit uns, denn wir sind schon von unserem Wohnmobilhändler geflüchtet, weil... Ja, weil im Wohnmobil zwischen 36 und 40 Grad war und jetzt stehen wir hier bei uns ja. Und wollen hier noch ein bisschen technische Details erzählen. Da ist er genauso warm. Ne? Da ist es genauso heiß, ja. Und dazu ist noch ein Malheur passiert. Wir hatten endlich mal alles im Kasten. Da gingen die Mikros nicht, ne? So ein Pech. Da gingen die Mikros nicht. Und jetzt stehen wir schon wieder im Brutkasten. Und das alles nur für euch. Genau. Ja, also der Mike erläutert euch jetzt die technischen Daten. Ich bin da so ein bisschen raus, denn ich habe da keine Ahnung davon. Aber so zwischendurch wird mir schon was einfallen. Ja, fangen wir mit dem ersten Fahrzeug an. Ja. Das war ein Carado I449. Wahrscheinlich habe ich das im Film falsch gesagt. Die Länge ist 7 Meter, Höhe 2,90 Meter und die Breite 2,20 Meter. Das Ganze ist aufgebaut auf dem Fiat Ducato Gestell, 2,2 Liter Diesel, 140 PS. Das zulässige Gesamtgewicht ist 3,5 Tonnen. Das Auto hat natürlich sehr viel Zubehör, das kann man jetzt hier nicht alles im Einzelnen aufführen, sondern nur diese groben technischen Daten. Es ist noch ein Automatikgetriebe und eine elektrische Fußbodenerwärmung. Das Fahrzeug hat mal 94.800 Euro gekostet und kostet jetzt noch 91.900 Euro. Und dazu hätte ich gleich schon mal was zu sagen. Als wir auf den Hof kamen, sagte ich schon zu Mike, also ich habe so das Gefühl, die Preise purzeln. Ja, das habe ich auch das Gefühl, weil fast an jedem Fahrzeug war ein erheblicher Preis noch was zu erkennen. Ja, ne? Ja. Und da ist es gut, dass wir uns eigentlich mit der Suche nach unserem neuen Wohnmobil mit dem Kauf so lange Zeit lassen. Gell, Schatz? Genau. Vielleicht purzeln sie ja noch mehr. Das vermute ich auch. Jetzt darfst du weitermachen. Ja. Ja, jetzt stehen wir hier vor einem Carthago. Und zwar ist das der Carthago I449, Baujahr 23. Ja. Der hat mal hier 94.000 gekostet, ist jetzt bei 91.000, aber ist immer noch kein Schnäppchen, ne? Nee, das ist bei weitem kein Schnäppchen. Aber ich war jetzt gerade eben mal kurz drin und ich muss sagen, das ist zwar nicht das, wonach wir die ganze Zeit geschaut haben, aber für unsere Verhältnisse, was wir haben wollten, hat er eigentlich alles drin. Ne? Ja. Er hat ein Hubbett, da ist ein vollintegrierter, er hat allerdings ein Queensbett. Aber schaut euch das mal selber an, denn was wir wollen, das trifft ja auch nicht den Geschmack von jedem. Also ich finde ihn trotzdem sehr, sehr schön von innen und auch praktisch. Ja. Genau, wir können ihn jetzt nur von innen zeigen, weil die Garage und so weiter, das ist alles abgesperrt. Ja, und der Chef, der ist leider noch nicht da. Ja, aber ich denke mal, das ist kein Problem. Ne? Das ist kein Problem, nee. Servus! Hi, ihr Lieben! Hier ist wieder euer Kanal Meilen Mike mit Heidi und Mike. Ja, dieses Wochenende sind wir zu Hause und haben somit die Gelegenheit, uns mal wieder ein paar Wohnmobile anzuschauen. Das heißt, wir schauen uns die heute mal nicht nur für den eigenen Bedarf an, denn wir haben viele schöne Sachen entdeckt, die wir euch ganz gerne zeigen würden. Und hier stehen wir jetzt gerade in so einem Auto, das uns bis auf die Stufe halt eben, die besagte, ja, da kommen wir später noch drauf zurück, sehr, sehr gut gefällt. Genau. Man könnte sich dran gewöhnen. Wir stehen hier unter extremen Bedingungen. Also wenn euch das alles interessiert, dann bleibt dran. Bleibt dran. So, jetzt zeigen wir zuerst mal den Schlafbereich hier. Da ist ein Queensbett drin. Ne? Das wäre jetzt nicht so unsers. Ne? Nee, also wir sind die anderen Betten gewohnt. Das ist ja auch eigentlich alles eine Gewohnheitssache. Aber das ganze Auto ist schön hell gehalten. Also es ist sehr, sehr viel mit Mattweiß. Und halt eben auch mit hellem Holz. Da fangen wir mal an, hinten mit dem Schlafbereich. Genau. Ich sitze jetzt hier auf diesem Queensbett und ich muss eigentlich von meinen Vorurteilen mal wegkommen, denn ich habe es noch nie ausprobiert.
Im Sinne von mich reinlegen oder draufsitzen. Ja, ja. Und ich muss sagen, das Bett ist sehr, sehr groß. Also es ist größer, als ich mir das vorgestellt habe. Und es ist bequem, gemütlich. Ja, man auch hat, die Fenster sind schön, ne? Ja, ja, links man hat rechts und links eine schöne Ablage neben dem Bett. Wenn man liegt, sieht man aus den Fenstern raus, worauf wir sehr, sehr groß, viel Wert legen, großen Wert legen. Und man hat halt eben die Schränke gut begehbar. Man kommt wunderbar dran. Also anders wie bei den Doppelbetten, da muss man ja sich so ganz tief bücken. Ja. Ja, und da wir nicht mehr so in dem knackigen Alter sind und am nächsten Morgen alles knackt, wird es doch sehr, sehr praktisch, oder? Genau. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal die Dusche an. Die sieht ja auch ziemlich groß aus. Genau. Die zeige ich jetzt mal gerade. Ja. Schuhe ausziehen, da gehe ich mit euch jetzt mal duschen. So. Ja, um auf die Dusche zu kommen, also sie ist sehr geräumig, sehr groß. Das Becken ist auch tief, da kann ruhig ein bisschen mehr Wasser drinstehen. Es läuft nicht gleich über, wie bei den anderen Duschen. Und hat auch hier drei Elemente zum Schließen. Und ja, hat man also Platz genug. Da hat auch ein größerer Herr mehr Platz, ne, zum Duschen hier. Oder und, Dame. Pass auf, Schatz. Und wie ich jetzt sehe, hier ist ein ziemlich großer Vorhang. Den kann man vorziehen und ist dann auch eigentlich ungestört, wenn man duscht und der andere liegt vielleicht schon im Bett. Also wir haben ja nur einen kleinen kurzen, aber der hier, der geht richtig schön. Naja, der geht hier über den ganzen Bereich. Ne? Der ist bodentief. Der ist bodentief, ne? Sieht man ja hier. Genau, und hier zeige ich euch gerade noch, Mike, wenn du da mal hochkletterst vielleicht, die Schränke, dass wir die mal öffnen können. Ja, also seht ihr, ne? Schön, das hier ist wirklich eine ganz, ganz praktische Sache. Da könnte ich mir das schon fast überlegen mit dem Queensbett. Ja, du bist halt nicht so nah an den Fenstern, ne? Genau, ja. So. Und dann oben so, sind oben also sind rechts und links ein schöner Hängeschrank. Wunderbar. Ja, und ein Leselämpchen ist oben drüber. Ja. Ja, und das Gleiche haben wir dann auf der anderen Seite. Ja. Und schöne Gardinen dran, also wunderbar. Es hat wirklich alles, was man braucht. So, dann zeige ich hier noch gerade kurz das WC mit Spülbecken hier. Also das Spülbecken ist groß genug. Da kann man wunderbar seine Haare waschen. Nebendran ist noch ein großer, schmaler Hochschrank, also für Handtücher, Shampoo und etc. Überall sind noch Haken, kann man Kleider aufhängen oder hier die Möglichkeit für Handtücher. Unterm Spülbecken ist dann auch noch ein kleines Staufach für diverse andere Artikel halt. Und was mir hier aufgefallen ist, wenn die Tür zu ist vom WC, dann hat man hier ein schönes Großraumbad. Da kann man nämlich direkt vom WC hier rüber jumpen. Dann erklären wir jetzt noch kurz hier den Küchenbereich. Ne? Ja, also die Herdplatte, die hat drei Flammen. Ne? Genau. Ja, und das Auto hat aber auch, was ich bei uns immer so sehr bedauert habe, was es bei uns nicht gab, man kann das Spülbecken halt eben abdecken. Das hat eine wunderbare Platte, das zeigen wir euch noch alles. Ja. Ja, und auch hier haben wir drei wunderschöne Schränke. Zeige ich mal gerade. Mit ganz viel Platz und die sind auch wunderbar unterteilt. Ne? Genau. Das zeigt der Mike euch noch. Das Interessante an der Sache ist, dieses Auto hat ein Hubbett. Es hat eine Sitzgruppe in L-Form, eine etwas größere Bank, als wir sie momentan haben. Ja, und was es halt eben hat, das ist die große Scheibe. Ich sage immer das Aquarium und das ist natürlich ein Träumchen. Also es ist alles großzügig. Und wenn man ganz ehrlich ist, würde das Auto eigentlich für uns schon reichen. Ja, würde ich auch sagen. Das würde reichen, aber für unseren Geschmack sind die Möbel halt eben, die sind uns etwas zu hell. Ne? Ja, wir stehen aber mehr das, auf dunklere Möbel. Ne? Ja, ist ja eine persönliche Geschmackssache. Ne? Jetzt zeigen wir mal noch kurz die Küche. Da sind auch noch diverse Schubladen. Ja. Und dann kommen wir noch vorne zur Sitzgruppe. Hier haben wir dann eine schöne Gefriertruhe. Die ist ungefähr so groß wie unsere, gell? Ja. Das ist immer das Gleiche. Und hier haben wir einen richtig schönen
geräumigen Kühlschrank. Wunderbar. Hast du den drauf? Ja, ja, den habe ich das drauf. Das ist ja das Herzstück im Auto für den Mike. Also der Kühlschrank muss groß sein, da muss eine allerhand reinpassen. Genau. Ja, unten haben wir auch einen richtig großen Schrank. Also bei uns im Auto ist das immer so ein bisschen unser Vorratskeller. Das Ganze geht so mit einem Druckverschluss auf und zu. Das ist eigentlich ziemlich leicht zu bedienen. Und oben drüber ist dann noch ein Gefach. Da ist das TV drin, sehe ich gerade. Das will ich jetzt nicht hier rausziehen. Aber auf jeden Fall hat man hier auch noch einen Fernsehempfang im Auto. Und hier hat man jetzt nochmal eine kleine Rundumsicht von der Küche aus gesehen. Sieht man ja, wie groß eigentlich die Sitzgruppe hier ist, ne? Ja, also diese Sitzgruppe ist sehr gemütlich und auch sehr großzügig. Und ich muss sagen, trotz Hubbett ist das hier unheimlich gut gelöst. Es kommt genügend Licht rein. Wir waren auch schon in Autos, da hat sich das Hubbett quer rübergezogen. Und die Lichtverhältnisse in dem Auto waren für unseren Geschmack zu dunkel. Genau. Aber wie gesagt, alles eine Sache des persönlichen Geschmackes. Ja. Und wenn die Sitze vorne noch rumgedreht sind, und dann sieht das Ganze gemütlich aus hier. Ne? Diesen Tisch hier, den kann man natürlich nach allen Richtungen verschieben, wie man das möchte. Genau. Ja, und es geht auch sehr, sehr einfach. Und ja, also man kann gut mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Personen ganz gemütlich hier sitzen. Ja, aber was ich gerade festgestellt habe, was mir nicht so gut gefällt, das ist diese Stolperstufe hier im Sitzbereich eigentlich. Ja, das ist das Problem. Das ist jetzt bei uns nicht im Auto wegen dem doppelten Boden. Das ist man nicht gewohnt, und ich bin gerade schon mal so richtig schön hier diese Stufe runter, weil ich da nicht mit gerechnet habe. Ja. Aber das ist auch halt eben, wie man es halt eben gewohnt ist. Genau. Aber ich glaube, ich möchte es nicht. Nee, das wäre man jetzt auch. Ja. Also, ja. Und dann gerade. Ja, wenn man jetzt gerade hier in der Küche im Bereich am Arbeiten ist und so, und geht mal schnell nach vorne, denkt nicht dran und schon stolpert man hier an der Tür. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ohne dass ich jetzt drauf geachtet habe. Ja, hätte ich drauf geachtet, wäre ich auch wahrscheinlich nicht gestolpert. Wir haben die Tür noch auf, also ich wäre ganz schnell jetzt eigentlich die Tür rausgesegelt. Ja. Und das ist etwas, das, das möchte kann ich eigentlich sein, nicht. Das kann genau. nicht sein. Ja, dass wir hier gerade auslaufen, dafür kann das Auto nichts. Oh, Wahnsinn, ja. Sauna ist nichts dagegen. Nee, aber alles in allem muss man sagen, ist die Aufteilung und das Auto sehr schön von innen. Also vom Platz her, vom Platzangebot her ist das wirklich ausreichend. Ne? Und unserer Meinung nach stimmt auch der goldene Schnitt. Also wenn man da reinkommt, die Aufteilung, die passt. Genau. Ja. So, wenn ich jetzt sagen würde, dieser riesen Morello hier, der würde mir nicht gefallen, wäre das eine glatte Lüge. Ja, da stehen wir jetzt schön im Schatten. Der ist hoch genug und spendet mal Schatten. Ja, wir sind jetzt hier aus dem Karthago ausgestiegen und wirklich nass geschwitzt. Ne? Ja. Hier war eine Temperatur drin, unerträglich. Ja. Ne? Wir sind jetzt zu einer bisschen ungünstigen Zeit hier, weil wir haben ja auch unsere Termine, die wir planen müssen. Genau. Aber wenn es sich noch ergibt und wir bekommen nachher dieses Auto hier mal geöffnet, das hat verständlicherweise, ist es geschlossen, dann zeigen wir euch das gerne noch. Wenn nicht, ein andermal. Aber ich habe da mal reingespitzt, das ist eigentlich ein Ferienhaus. Ja, das stimmt. Für uns käme das aber allerdings nicht in Frage, sowas nicht, weil es uns nicht gefällt, ganz und gar nicht. Nee, denn weil wir wollen ja auch mal kleinere Stellplätze und Campingplätze anfahren, und da habe ich keine Lust auf Rangierereien. Ne? Nee, das könntest du wahrscheinlich auch nicht rangieren, das ist richtig mächtig groß, ja. Ja, aber genau. Supi. Aber wie gesagt, das ist auch alles Gewohnheitssache. Genau. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das nicht kann, ne? Kommen wir zum zweiten Fahrzeug, das war ein Challenger 194 Sport Edition. Und das Fahrgestell war auch hier Modell 2023 und ist aufgebaut auf dem Ford Transit, 2,0 Liter Diesel, 170 PS. Die Länge 6,59 Meter, Höhe 2,75 Meter, Breite 2,10 Meter und zulässiges Gesamtgewicht 2,5 Tonnen. Dieses Fahrzeug kostet zurzeit hier 68.900 Euro. Unglaublich, ja. Ja. Kommt jetzt eigentlich noch die Kirsche auf der Torte, wenn wir heute schon ein bisschen euch die etwas kleineren Autos vorstellen wollen? Denn wir befinden uns jetzt als Krönung im Challenger
194 in der Sport Edition. In der Sport Edition. Und der hat was, glaubt mir, wir zeigen es euch. Der ist sowohl für Junge als auch für Ältere, die nicht ständig vielleicht darin leben möchten, aber sehr, sehr gemütlich und wahrscheinlich erfüllt er voll seinen Zweck. Und das ganze äußere Ambiente, also das hat mich schon fasziniert. Und ja, geben wir heute mal den kleineren eine Chance. Genau. Die dann haben schauen was. Wir uns wie immer zuerst mal den Schlafbereich an. Hier sind die Betten nicht längs ausgerichtet, sondern quer. Sie sind quer ausgerichtet. Man erreicht das Bett durch eine Leiter, also man darf klettern. Ja, zeigen wir gerade mal. Zeigen wir. Das Schöne daran ist, in dem Bett da hinten liegt man so richtig wie in einer Koje. Es ist so ein bisschen eingehaust, hat drei geräumige Schränke über dem Bett. Und auch hier im Kochbereich haben wir wieder einen zweiflammigen Ofen. Unter dem Kochbereich befindet sich der Kühlschrank. Und auch hier haben wir so eine schöne Theke, die man auch so ein kleines Stückchen erweitern kann. Genau. Als zusätzliche Ablagefläche. Ja, zusätzliche Ablagefläche. Das Ganze auch wieder mit diesem wunderschönen, hellen, matten Holz ausgestattet. Ja, da oben über dem Fenster, es ist ein teilintegrierter natürlich, befindet sich auch so ein Reling als Ablagefläche, ein schöner großer Vorhang, den man zuziehen kann, um sich ein bisschen vor der Sonne zu schützen. Oder vor der Kälte. Haha, heute. Das war jetzt der Witz des Tages, oder? Ja, wir laufen klar. Nämlich gerade mal komplett aus und in den Autos hier. Das ist heute eine Herausforderung. Wir sind wunderbar klimatisiert hier. Und das tun wir alles nur für euch. Ja, richtig. Ja, also ich muss sagen, wir suchen zwar etwas Größeres für uns, weil wir uns nach den Gegebenheiten, nach der familiären Situation auch richten wollen. Aber ich muss sagen, die Kleinen, die faszinieren uns nicht weniger, gell? Ja. Die sind auf jeden Fall alle sehr, sehr schön. Und kann man auf jeden Fall mal zeigen, ne? Genau, ja. Mich fasziniert das immer, wenn ich da reinkomme und sehe, was da alles auf kleinstem Raum halt eben geboten wird. Ja. Und man kann sich durchaus wohlfühlen, ne? Genau so. Also ich würde mich hier drin jetzt auch wohlfühlen. Ja, da würde ich mich auch wohlfühlen. So, dann gehen wir jetzt mal hier noch zur der Sitzgruppe über. Ja. Also jetzt wird es langsam hier heiß. Ja. Ich glaube, wenn wir hier zu Hause sind, haben wir 2 Kilo abgeholt. Oh, das wäre doch Wahnsinn. Gut, dann zeigen wir noch ein paar Autos. Ja, klar. Ja. Okay, dann zeigen wir hier noch ein bisschen Innenleben. Und hier haben wir wie im Vorgängermodell zwar ein ganzes Stückchen kleiner. Klar, das Auto ist ja auch die Sport Edition. Haben wir auch überall so kleine Stauräume zur Verfügung. Ja, und vielleicht filmst du doch mal einmal da oben. Ja, da musst du unten drunter fahren. Da ist ein Hebel. Und den musst du drücken und dann geht das auf. Danke für die Lebenshilfe. Ja, großes Gefahr, ne? Wunderschön. Und vielleicht öffnest du mal gerade noch einen Kühlschrank. Die Sitzgruppe bietet auch genügend Platz. Hier hat man auch Platz für 4 Personen, auf der Bank zur Not auch für 3. Und der Tisch ist sehr groß, den kann man um die Hälfte auch erweitern und somit hat man genügend Abstellfläche. Kommen wir nun zum dritten Fahrzeug. Das war ein Knaus Van TI Plus 650 MEG, auch ein 23er Modell. Das Fahrzeug ist aufgebaut auf einem MAN 2,0 Liter Diesel mit 140 PS. Die Länge ist 7 Meter, Höhe 2,90 Meter und Breite 2,20 Meter. Zulässiges Gesamtgewicht liegt hier bei 4 Tonnen. Das Fahrzeug hat ursprünglich mal 106.600 Euro gekostet und ist jetzt für 86.329 Euro
zu bekommen. Also ja, schon Wahnsinn. Ne? Also das hätte ich vor ein paar Wochen hätte ich das nicht für möglich gehalten, ja, dass die Preise wirklich tatsächlich so purzeln. Ne? Genau. Wir stehen jetzt in einem Knaus Vanti Plus. 650 MEG. Genau. Und von der Größe ja, wäre der uns natürlich jetzt zu klein. Ne? Der wäre uns zu klein, ja. Das ist immer, wie man es gerade gewohnt ist. Und wir wollten uns ja vergrößern, halt eben fürs Enkelchen mal mitzunehmen oder von den Kindern jemand. Aber ich muss dazu sagen, das Auto hat mich von Anfang an überzeugt, wenn wir was in dieser Größenordnung gebraucht hätten. Denn wenn man kommt herein und hinein und man fühlt sich sofort wohl. Ja, das stimmt. Ne? Ja. Ich würde jetzt sagen, ist halt ein Knaus. Ne? Ein Knaus. Er hat zwar auch seine Mäckelchen, aber trotzdem ein das schönes Auto. Das hat wohl jeder. Ne? Ja, ja, aber wenn man gerade davon betroffen ist, ärgert ja, man sich und lässt auch manchmal den Ärger ein bisschen freien Lauf. Genau. Ändert aber nichts an der Sache, dass Knaus wirklich ein absolut super Auto ist. Ja, gut. Ja, das Auto hier hat Einzelbetten. Ja, die zeigen wir jetzt mal. Genau. Ja, das sind natürlich diese Betten und dieses Schlafkomfort, den wir eigentlich von unserem Knaus gewohnt sind. Und wir haben auch direkt die Fenster, wo man schön rausschauen kann. Hier ist auch wieder diese Trenngardine, diese kleine. Ich zeige euch mal. Zum ja, so. Ah ja, ist auch sehr praktisch, ne? Ja, schließen wir nachher wieder ordnungsgemäß. Ja, dann hat der oben auch diese Reling, wo man sehr, sehr viele Sachen verstauen kann. Und er hat natürlich auch die Schränke unter den Betten. Da muss man sich halt eben ein bisschen bücken. Ja, das ist immer ein bisschen beschwerlich, ja, ne? Aber alles in allem muss man sagen, man sieht jetzt direkt wieder, in welchem Auto man sich befindet. Denn der Knaus ist halt eben super gut verarbeitet von innen, hat ein edles Holz, einen schönen Fußboden. Also hier stimmt einfach alles. Und mit dieser Größe könnte ich eigentlich auch leben, wenn wir nichts anderes bräuchten. Ich finde ihn sehr schön. Genau. Jetzt schauen wir mal kurz in den Schlafraum rein. Also auch hier schöne große Fenster. Im hinteren Bereich noch drei Staugefächer. Und oben, wie bei Knaus üblich, diese Schwalbennester. Und hier hat man noch die Möglichkeit, ein zusätzliches TV anzubringen. Ja, also diese Küche, die ist sehr, sehr schön. Die gefällt mir gut. Das ist ganz was anderes als bei uns auf der anderen Seite. Und die hat allerdings nur einen zweiflammigen Gasherd. Ja, aber sie hat schöne, geräumige Schubladen. Drei Stück an der Zahl. Seht ihr? Und da unten, da muss ich mich jetzt berichtigen, das ist ein Klappfach. Da ist wahrscheinlich Technik drin. Das musst du erklären, Schatz. Und oben haben wir auch einen schönen Schrank. Ja, der sich aber allerdings nicht so sehr leicht öffnen lässt. Da muss man schon ein bisschen Muckis haben, also für meinen Geschmack. So, hier haben wir einen ausreichend großen Kühlschrank mit integriertem Gefrierfach. Ja. Das merke ich nämlich jetzt gerade, muss ich sagen. Es ist ein bisschen eng, denn da muss man aufpassen. Das ist ein kleines Manko, würde ich sagen. Ja, da musst du dich immer hinter die Tür stellen. Genau, ne? Ja. Da unten haben wir... Oh, da ist noch ein Tresor. Einen eingebauten Tresor. Da kannst du deine Schokolade verstecken. Ja, das ist gut. Die muss ich immer vor dir verstecken, sonst habe ich keine mehr. Ja, ansonsten würde ich sagen, kommen wir zur Dusche und das erklärst du. Ja, kommen wir jetzt zum WC-Bereich und Dusche. Die ist hier integriert, die Dusche. Ne? Also das wäre jetzt auch nicht so unseres. Und das Handwaschbecken, ja gut, das geht gerade so. WC sieht natürlich klasse aus und da gibt es auch genügend von diesen Schwalbennestern für Handtücher. Und hinten im Eck ist noch ein schöner Schrank. Mal gerade gucken, ob ich den aufkriege. Ja, da kann man noch einmal reinfilmen. Ja, pass auf, das wollte nicht, so wie du das wolltest. Machen wir es so doch, ne? Also genau. In dem Schrank ist ausreichend viel Platz vorhanden. Ja, Schatz, du sagtest jetzt gerade, das ist nicht so unseres,
diese Dusche und diese ganzen sanitären Anlagen. Die kann man so schlecht sauber machen nach dem Duschen, ne? Da muss ich dir so ein kleines bisschen widersprechen, denn das ist Jammern auf hohem Niveau. Denk dran, wir haben angefangen vor vielen, vielen Jahren mit Zelten. Was hast du denn da gemacht des Nachts? Ja, okay. Da bin ich ins Sanitärgebäude gegangen. Genau, da wärst du aber froh gewesen, da hättest so eine Dusche gehabt mit integrierter Toilette und alles auf einem in einem Raum. Das stimmt. Im Auto. Also. Ich spreche ja auch nichts schlecht, aber ich spreche jetzt davon, was wir halt so gewöhnt sind. Ne? Genau, darauf kommt es ja immer an. Aber mir gefällt dieses Auto wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und deswegen kommen wir jetzt mal noch zur Sitzgruppe. Ja. Die Sitzgruppe ist ausreichend groß, ist eigentlich geeignet für 4 Personen. Und steht auch noch ein großer Tisch, den kann man hier auch noch aufziehen. Also kann man quasi den Tisch kann man hier aufziehen und erweitern, wie man sieht. Und hat genügend Abstellmöglichkeiten oder auch als Arbeitstisch zu gebrauchen. Ja, was mir jetzt hier gerade noch aufgefallen ist, in dem Knaus, das Oberfenster hier, da hat man keine Möglichkeit, für das zu beschatten. Also kann man abends nicht zuziehen. Wenn jetzt da eine Straßenbeleuchtung drüber ist, dann bleibt es hell im Auto. Da dieses Auto hier keine Stolperstufen hat, gehe ich mal davon aus, dass er wintertauglich ist und einen doppelten Boden hat, oder? Ja, so sieht er aus, ne? So sieht's aus. Ja. Ja. Ja, und wie man das auch bei Knaus gewohnt ist, hat der rundherum diese Reling, wo man schön Sachen ablegen und verstauen kann, gell, Schatz? Genau. Ja. Das ist ja bei Knaus, nennen die das ja Schwalbennester. Ne? Schwalbennester, genau. Dem Firmenlogo muss man doch gerecht werden. Hier, genau. Ne? Ja. Ja, solange sie dir kein Kuckucksei reinlegen, ist die Sache ja noch okay, oder? Genau. Gut, dann schauen wir mal nach einem anderen Fahrzeug noch. So, das letzte Fahrzeug, das ist ein Knaus Tourer Van 500 LT. Das war so ein kleines Schmuckstück. Ja. Das Fahrgestell ist aufgebaut auf ein VW 2,0 Liter TDI mit 150 PS. Die Länge ist 5,89 Meter, Höhe 2,80 Meter und die Breite 2,16 Meter. Zulässiges Gesamtgewicht liegt hier bei 3,2 Tonnen. Dieses Auto hat mal 108.000 Euro gekostet und ist jetzt für 86.600 Euro zu bekommen. Oh, das ist aber klasse. Hier kann man von hinten reingehen. Ja. Oh, das ist aber top. He? Ja, der hat mir so gut wunderbar gefallen. Wunderbar, schön. Eine super gemütliche Sitzgruppe mit 2 großen Bänken. Fahrer-, Beifahrersitz kann auch noch benutzt werden. Ja. Also hier, das sieht schon richtig gemütlich aus. Ja, und dann da oben noch ein Hubbett, also wunderschön. So, jetzt stehen wir in einem Knaus Tourer Van 500 LT. Ja, und es ist ein richtiges Sahnestückchen, würde ich mal so einfach behaupten. Ja. Ich kam hier rein, war total fasziniert von diesem Teil hier. Der ist auch ein gutes Stück reduziert. Den Preis sagen wir euch nachher noch. Das Ganze hat ein Hubbett. Das alles auf allerkleinstem Raum, hat 2 große Bänke, 2 Sitze, eine von innen begehbare Garage. Der Mike zeigt euch alles. Ich bin hin und weg, ich bin begeistert. Ich bin jetzt wirklich auch begeistert. Ja. Allein diese ganze Raumaufteilung hier vorne an der Sitzgruppe, das ist irgendwie wie so eine Wahrsagerbude hier. Ja, also und Van ist richtig, richtig schön. Klasse. Ja, ich habe mich direkt in dieses Auto hier eigentlich jetzt verliebt. Also da zeigen wir jetzt auf jeden Fall mal noch ein paar schöne Bilder. Genau. Davon. Ja, nicht nur, dass die Sitzgruppe hier so schön ist, die Küche, die ist auch groß. Die hat hier eine große Arbeitsfläche, bedingt, dass hier zwei Abdeckungen sind. Das Kochfeld ist von Dometic mit 2 Kochstellen. Und da haben wir hier noch eine Spüle, die auch hier schön verdeckt ist mit dem Hahn. Den kann man noch rausheben. Also perfekt durchdacht, kann man hier noch sagen, ne? Und
Das Ganze hat dann hier noch eine Besteckschublade. Unten hat man noch Platz für Geschirr. Und ganz unten ist noch ein Revisionsschacht für die Technik. Ja, dann haben wir hier noch ein Bad mit Dusche integriert. Zeige ich nachher mal noch. Und das ist auch sehr geräumig. Also hier kann man sich auch noch gut die Haare waschen über dem Spülbecken hier. Auch hinten knaustypisch diese Schwalbennester, wo man die Handtücher unterbringen kann. Alles sehr durchdacht angebracht hier. Das Einzige, was ich jetzt hier noch vermisst habe, ist der Kühlschrank. Ja, den habe ich entdeckt. Ich habe den schon entdeckt. Den zeige ich dir, mein Schatz. Ja. Und zwar ist der Kühlschrank hier, wenn du in den Eingangsbereich reinkommst. Direkt. Komm her, zeige ich ihn dir schön. Da. Ja. Ja. Der Kühlschrank ist direkt am Eingangsbereich, ja. Auch klasse platziert. Groß. Da kann man direkt, nämlich wenn man draußen sitzt, kann man sich hier das kalte Bier rausholen, ja, und braucht gar nicht weit zu gehen. Ein kleines Eisfach dabei. Ja. Ist ja noch ein Eisfach dabei. Unglaublich gut durchdacht. Ja. Man kommt hinten in das Auto rein. Genau. Und wo der Mike jetzt steht, hat man hier noch. Das ist die Garage. Da haben wir jetzt heute tatsächlich Glück, denn die ist von innen begehbar. Genau. Unheimlich praktisch auch hier die Kleiderstange. Ja, also hier kriegt man auch noch jede Menge unter. Ne? Ja. Guck super. Mal, wie schön das ist. Und dann haben wir hier noch eine Bodenklappe. Ja. So. Hier ist dann diese Truma-Heizung drunter eingebaut. Ja, und da ist auch noch dieser Frostschutzwächter, falls der mal ausgelöst hat. Also hier ist dann mehr die Technik verbaut. Ja. Da wäre dann kein Platz mehr für irgendwas abzustellen. Ja, also das ist ein unglaublich schönes Auto. Guck mal, den Tisch, den kannst du vielleicht, wenn du dich da hinsetzen tust, mal ausklappen. Es ist die gleiche Tischdecke wie unsere. Ja, ja, den Tisch kann man hier aufklappen. Ja, wie einfach das geht, ne? Hat man genügend Platz. Ich mache jetzt keine Verriegelung ran, aber toll. Und also hier ist wirklich klasse, ne? Das ist klasse, ja. Ja. Da habe ich mich eigentlich direkt drin verliebt. Ne? Das Hubbett, das machen wir jetzt lieber mal nicht nach unten. Nicht, dass wir irgendwas kaputt machen. Das gehört ja nicht uns. Ne? Nee, das machen wir nicht. Ja. Ja, und hier auf der Seite gibt man gerade die Kamera. Kann man noch sehen. Da ist noch eine Vorbereitung für einen Fernseher. Ne? Auch noch Platz für einen Fernseher hier. So, dann. Leuchten wir noch kurz ins Cockpit rein hier. Ja, das da ist jetzt keine Sensation. Ja, das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine richtige Sensation. Und wir haben uns in das Auto verliebt, gell, Schatz? Ja, das wirklich müssen toll. Wir vielleicht doch ganz umdisponieren, oder? Also jetzt würde ich dieses Fahrzeug, würde ich eigentlich jeden Kastenwagen vorziehen. Genau. Jetzt, ne, fürs erste Mal. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das sind ja alles Geschmäcker, aber das ist irgendwie richtig... Ja. Goldig gemütlich. Ne? Goldig gemütlich, ja. Er kam hier rein, sagte, ach, weißt du was, ich fühle mich hier gerade wie in so einem kleinen Hexenstübchen. Ja. Das Hubbett, das stört gar nicht, das seht ihr ja. Nee, das ist nicht, ne? Unglaublich praktisch angebracht, gell, Schatz? Toll. Die beiden großen Couch, sag ich mal, die sind sowas von gemütlich. Jeder kann sich eigentlich legen, ne? Ja, kann man machen. Wenn man die Sitze dementsprechend dreht, kann man die Füße noch drauflegen. Also ich würde sagen, diese Infotour heute, die hat sich voll und ganz gelohnt. Wir haben, wenn auch nicht das dabei war, was wir jetzt eigentlich suchen, haben wir sehr viele schöne Dinge gesehen. Doch, kann man sagen. Ja. Hat uns gut gefallen. Ja. Und der hier auch besonders als kleineres Modell. Ne? Also dieses Auto hier könnte ich mir schon vorstellen, da bräuchte man eigentlich gar kein Privatauto mehr. Das könnte man nutzen, sowohl als auch, oder? Das wäre es, ne? Das wäre es. Also unwahrscheinlich schön. Immer alles dabei. Immer alles dabei. Gut. Ja, wir gehen ja sehr gerne und sehr oft nach Wohnmobil schauen. Und nachdem wir vor 2 Jahren unsere Tochter samt Schwiegersohn mit am Titisee hatten, das Video ist übrigens auf YouTube, ne Schatz? Genau.
Und da hatten die sich damals ein Malibu ausgeliehen und wir versuchen denen das seither wirklich schmackhaft zu machen. Bisher ohne Chance. Ohne Erfolg, ne? Ja, in Zukunft werden wir mal öfter solche Filme machen, weil uns macht es auch viel Spaß, immer durch solche Fahrzeuge zu gehen und mal zu schauen, was sich in der Zeit so getan hat und wie sich die Fahrzeuge eben verändert haben. Ne? Ganz genau. Und ich muss vielleicht noch dazu sagen, als Abschluss, also alle Fahrzeuge, die wir euch heute vorgestellt haben, die haben mir persönlich allesamt super gut gefallen. Also da hat der eine dem anderen in nichts nachgestanden. Ja. Und es war mal wieder eine ganz neue Erfahrung. Und auch diese etwas kleineren Fahrzeuge, die haben durchaus ihren Charme. Die würden uns auch gefallen, gell, Schatz? Genau. Ja. Ja, wir hoffen, dass wir euch ein bisschen was zeigen konnten heute, wo auch was dabei war, was euch gefallen hat. Genau. Und dann würden wir sagen, für heute. In diesem Sinne, macht's gut. Bleibt vor allen Dingen gesund. Und Servus, eure Mailis. Ja.